Diese Geschichte mit dem Motorrad war einer, der von Portugal aus losgefahren ist. Vieram cedo, mortos de cansaço. Adeus, amigos, não voltamos cá. E o mar é tão grande. Dieser Mann ist Carneiro. Der kam mit dem Motorrad, das war schon verrückt. Die erzählen immer, der kam total dreckig und versiffelt, kam er in seinem Motorrad hier an. Das ist ja Wahnsinn, dass ausgerechnet hier in Großumstadt dieses Motorrad kaputt gegangen ist. Und er hat hier in der Firma Resopal Arbeit gefunden und so fing das Ganze an. Am Rande des Odenwaldes liegt eine kleine Stadt, in der vor mehr als 60 Jahren ein Portugiese mit dem Moped ankam. In Großumstadt, wenn du Leute triffst, der Dritte ist ein Portugiese. Portugiesische Laden, portugiesische Schule, portugiesische Religion. Also in Großumstadt ist ein bisschen klein Portugal. Wieso blieb der Mann mit dem Moped hier hängen? Und wieso folgten ihm so viele nach? Die Geschwister Adolfo, Alice und Carlos sind drei, die hierher mitgenommen wurden, als sie Kinder waren. In eine deutsche Kleinstadt zwischen Kartoffelfeldern, Weinberg und Fabrik. Adolfos Moped ist ein portugiesisches Modell, fast so alt wie die Geschichte der Portugiesen in Großumstadt. Heute knattern die portugiesischen Mopeds jeden Sonntag durch die Stadt. Ich lebe über 50 Jahre hier und es gibt wenige, die mich in der Stadt nicht kennen. Adolfo Costa kam 1968 als Elfjähriger nach Großumstadt. Großumstadt war 1969 von den Portugiesen meistens belegte Stadt Deutschlands. Also von 12.000 Einwohnern waren ca. 2.000 Portugiesen. Wegen diesen Mopedchen, die damals in Großumstadt angekommen ist, ist die Idee auch entstanden, dass man in Großumstadt so Mopedchen aus Portugal beibehält. Und auch die alten Umstädter, wenn die uns mal fragen, Mopedchen aus Portugal, ach, ich weiß, das ist damals der erste Portugiese gewesen, der da nach Umstadt gekommen ist. Er kam ja aus der Region, wo meine Eltern herkommen. Und meine Eltern haben genau gewusst, was passiert ist. Der ist im Regen damals sehr ausgerutscht und da ist dann der Motor nicht mehr gelaufen. Und wie der Zufall es will, der trifft einen Italiener und was macht er? Er hat ihm einen Job besorgt. Wenn der Canelo nicht zufälligerweise 62 in Großumstadt gelandet wäre, wäre diese Kolonie und diesen Zusammenhang zwischen Portugiesen und Umstädter hätte es nie gegeben. Nie. Als der erste Portugiese in Großumstadt ankam, lebten Adolfo und seine Geschwister mit den Eltern noch im Norden Portugals im Städtchen Santo Tirso. Adolfos Geschwister Carlos und Alice leben heute wieder hier, an dem Ort, von dem ihr Vater einst ins Ausland aufgebrochen ist. Ein Denkmal an unsere Familie Costa. Adolfo, Antonio. Antonio, ja. Carlos Manuel. Das bist du. Ja. Maria Jorge. Die Maria, ja. Unsere Schwester. Mama und die kleine Alice. Ja, unsere Mama. Und der Vater mit diesem berühmten Koffer. Ja, ein Koffer aus Pappe. Aus Pappe. Mit viel Hoffnung drin. Ja, wenn ich da dabei denke und ich mache die Augen zu und gucke Stein, fühle ich mich da in dieser Familie, die in Ausland geht.
Vater war Schreiner, hat ganz wenig Geld verdient, 4 Kinder. In Zukunft hast du überhaupt keine, auch für deine Kinder nicht. Dann Vater überlegt, meine Mutter hat einen Bruder, der schon in Deutschland gearbeitet hat, bei Firma Palm und Walde. Und hat meine Mutter versprochen, meinen Vater kommen zu lassen nach Deutschland. Nur in Deutschland zu kommen, du brauchst einen Vertrag, Firmenvertrag. Und das hat für meinen Vater ein bisschen lange gedauert. Und da ist der Vater mit ein paar Kumpels. Damals war auch so, kannst du über die Welt nach Frankreich wandern. Duas malas de cartão numa terra de França. Português deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. Halb verlassene Dörfer im dichter bevölkerten Norden des Landes. Nur mehr von Frauen, Kindern und Greisen bewohnt. Die arbeitsfähigen Männer hat die Not ins Ausland getrieben. Mit 3 bis 5 Mark Tageslohn kann auch im billigen Portugal kein Mensch eine kinderreiche Familie ernähren. Wer von Salazars Polizei für politisch unverdächtig befunden wird, bekommt nach monatelangem Warten ein Ausreisevisum. 200.000 portugiesische Arbeiter sind in den letzten 2 Jahren nach Frankreich eingewandert. Diese hier reisen legal ein. Die anderen aber, und ihre Zahl ist nicht minder hoch, kommen ohne Papiere auf Schleichwegen über die Pyrenäen. Französische und spanische Schlepper bringen sie auf geheimen Pfaden über die Grenze. Auch der Vater der Geschwister Costa versuchte sein Glück mit einem Schlepper. Die Kinder wussten von nichts. Auch die Mutter war nicht in den Plan eingeweiht. Wie der Vater versucht hatte, über die Grenze zu kommen, erzählte er später seinem Sohn Adolfo. Mein Vater ist in so einem Lieferwagen mit Kaffeesäcke. Zwischen den Säcken haben sie 2 oder 3 oder 4 drin gelegen. Und mein Vater ist da erwischt worden und da kam sie sofort ins Gefängnis. Mein Vater ist dann wieder nach Hause gekommen, war fix und fertig. Voll verhungert. Und das weiß ich noch. Also, da war mein Vater sehr, sehr traurig. Und mein Vater war vielleicht eine Woche wieder zu Hause. Und dann kam auch schon der Vertrag aus Gossumstadt von der Palm und Walde, wo er es dann richtig legitim mit dem Zug von Porto bis nach Gossumstadt kam. Adolfo und seine Geschwister bleiben mit der Mutter in Portugal zurück. Der erste Portugiese schreibt damals in die Heimat, in Großumstadt verdient man schnell gutes Geld. Und Arbeitsverträge kann er verschaffen, für Freunde und Verwandte aus Santo Tirso und Umgebung. Anfangs kommen ausschließlich Männer. Dann holen die Ersten ihre Frauen nach. Doppelt Arbeit, doppelt Geld. An das genaue Datum kann sie sich nicht mehr erinnern. Irgendwann 1965 kam Clara Pereira in Großumstadt an. Sie folgte ihrem Mann. 2 Kleinkinder ließ sie in Portugal zurück. Eu vim para aqui. Foi duro. Aí foi duro. Gostou muito. Isto é que a Alemanha, isto é que a Alemanha. Só cheirava mal, porque eram muitos labradores. Isto não é Alemanha, isto é pior, é pior do que onde eu morava. E eu queria, eu só chorava, queria ir para casa. Não queria estar aqui. O primeiro, os alemães parece que tinham medo de nós. Tudo que nós cozinhávamos cheirava mal. Não queria sequer provar a nossa comida. Ui! Eles fugiam da gente.
Sie ging in die gleiche Fabrik wie der Vater der Familie Costa, zu Palme und Walter. Die Fabrik exportiert damals Kronleuchter aus Großumstadt in alle Welt. Symbole des Wohlstands. Palme Walter entrava às 8 horas da manhã e às vezes saía à meia-noite. O nosso trabalho era empacotar candeeiros. Uns cartões grandes assim e depois com palhinha empacotar os candeeiros de cristal. Era muito trabalho e pouco dinheiro. Weil sie bei Palme und Walter so wenig verdient, wechselt Clara nach 3 Jahren zum größten Unternehmen der Stadt, zur Firma Resopal. Okay, venha lá. Venha aqui, ma. Vista a casaca. E vamos então a Resopal ver como é que aquilo está. Oh. Então. Assim. Großumstadt ist zu einem der kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkte des Kreises Dieburg geworden. Zu den größten Unternehmen gehört dieser Betrieb der Kunststoffverarbeitung. Hier entstehen Grundstoffe für die Möbelindustrie. Das Hauptgewicht liegt auf der Herstellung der Schichtpressstoffplatten, die unter dem Namen Resopal bekannt wurden. Hola, bom dia. Bom dia, Urbano. Senhora. Bom dia, Urbano. Als Clara vor über 20 Jahren in Rente ging, war Albano Carneiro schon hier. E quantos anos estás aqui tu agora? Para o ano 40 anos. Vais fazer 40 anos? Tu já estás há 40 anos aqui? É. Uau. Oh, tu? Yeah. A minha mãe esteve 36. Tu que idade tens? Tenho 54. Tu tens 50? Por isso eu tenho 88 anos. Pois. So, vamos para o frio. Carneiro. Das soll auch der Name des ersten Portugiesen in Großumstadt gewesen sein. Albano sagt, dieser Carneiro, das war sein Opa. Dadurch, dass der Motorrad ja nicht mehr weiterging, er hat sich dann hier was aufgebaut und hat hier in der Firma Resopal Arbeit gefunden. Und so fing das Ganze an. Es ist... Anscheinend sollte es so sein. So, agora vamos para a produção. Aqui a produção é da Impregnierei, onde o papel tem. Trabalha, trabalha, pá! Aqui não é Lisboa. Bom dia, oh, bom dia. É o Chico. Não, dona. Bom dia. Bom dia. Está tudo bem? Ah, é? Nós fazemos, claro. Ah, é? A controlar? Pois é. Claro. Alguém tem que controlar. Não vale perguntar. Ah, ainda dá um jeitico. Ainda não fico mal. Eu não conhecia fábrica nenhuma, nem em Portugal. Eu, em Portugal, o meu trabalho era costura, em casa. Eu nunca tive fábrica nenhuma. Quando cheguei aqui, para mim, foi... Era tudo diferente do que em Portugal. Mas depois fui-me habituando. Com os alemães não havia convivência nenhuma. Começaram a conviver com a gente. Viu que nós na fábrica, que éramos escolhidas, eu era escolhida sempre dos alemães, como perfeição e como para o mestre, que o mestre gostava muito de nós. Porque na fábrica eles viam que nós tínhamos categoria. Ende der 1960er Jahre folgen dem ersten Portugiesen immer mehr Landsleute nach Großumstadt. Manche sagen, dank ihm ist jeder 10. Umstädter heute ein Portugiese. Ja, ganz ehrlich, das macht uns ja irgendwo stolz, aber der Opa war ja nicht der Allererste, also war schon der Allererste mit 2 anderen, die auch mit dem Motorrad dann rübergekommen sind und sich hier getroffen haben. Aber das macht mich unwahrscheinlich stolz, weil ohne den Opa wären sie alle gar nicht hier. Ja.
Immer mehr Gastarbeiter holten Ende der 60er auch ihre Kinder nach Großumstadt. Der Vater der Geschwister Costa war schon 4 Jahre lang in Deutschland, als er beschloss, seine Frau und die Kinder zu sich zu holen. So sind wir 68 mit Kind und Kegel, mit einem kleinen Opel Kadett komplett abgeholt worden. Koffer auf dem Dach, also 3-4 Koffer zusammengestapelt, zusammengebunden auf so einen Gepäcktrag oben. Der Fahrer, nebendran mein Vater und auf dem Boden die Alice mit 3 Jahren. So hat sie die ganze Fahrt, 2.500 Kilometer oder länger, weil damals war ja keine Autobahn, waren ja die Fahrten noch wesentlich länger, auf den Fußboden hat sie da gelegen und wir hinten, meine Mutter, meine Schwester, ich und mein Bruder. 4 Stück da hinten zusammengezirkelt. Wir waren zwar klein, aber trotzdem war das Doppelkadett, das war ja eine Sardinenkiste. Und so sind wir aus Portugal losgefahren. Adolfos kleine Schwester Alice, die damals als 3-Jährige mit nach Großumstadt genommen wurde, lebt heute wieder in Portugal. Ich habe von meinem 3. Lebensjahr bis zu meinem 15. Lebensjahr in Großumstadt gelebt. Und die wichtigsten Erfahrungen und Erlebnisse habe ich ja in dieser Zeit erlebt. Und das hat mich auch als Mensch geprägt. Ich ging in die deutsche Schule. Hatte einen deutschen Freund namens Bernd. Das war so meine große Jugendliebe und war eine verbotene Liebe. Wir durften nicht zusammen sein, weil meine Eltern wollten einfach nicht, dass ich dann in Deutschland bleibe. Was Alice aus Großumstadt mitnahm, war die Sehnsucht nach dem kleinen Ort im Odenwald. Saudade ist ja ein portugiesisches Wort, das man nicht gut übersetzen kann. Es ist eigentlich die Sehnsucht nach Menschen und die Sehnsucht nach einem Ort. Es ist schön, aber auch traurig. Und ich finde, ich bin so ein Mensch, der in 2 Welten lebt. Alices Bruder Carlos ist als Frührentner zurück nach Portugal gegangen. Es zog ihn dahin, wo er bis zu seiner Jugend gelebt hatte. Regelmäßig besuchen die Geschwister ihren Bruder Adolfo in Deutschland. Eine Strecke, die 1968 4 Tage in Anspruch nahm, dauert heute 3 Flugstunden. Alice hat keine Erinnerungen mehr an die erste Fahrt nach Deutschland im Fußraum des Beifahrersitzes. Adolfo und Carlos waren damals 11 und 12 Jahre alt. Sie wurden aus ihrem Leben in Portugal gerissen und mussten in Großumstadt neu Fuß fassen. Adolfo nicht mehr kam hier mit Tränen in die Augen. War alles anderes. Die Häuser waren anderes. Diese Fachhäuser in der Stadt Großumstadt, viele Autos gesehen, ja, ganz andere Stadtbilder. Auch die Menschen waren anderes, ja. Groß, blond, männliche Männer und so, das ist einfach anderes. Wir sind nicht nach Deutschland gekommen, um einen Wohlstand oder ein Haus zu bauen. Wir sind mitgenommen worden. Der Wendelinuspark liegt in der Mitte von Großumstadt. Die Geschwister Costa denken hier gerne an ihren Vater. Der hat seine freien Sonntage hier verbracht. Damals stand im Park ein alter Baum. Die ersten Portugiesen gaben ihm einen Namen. Münzenbaum nannten sie ihn. Avro de Pataqueira. Der Münzenbaum, muss man sich vorstellen, das war ein richtiger Klotz, ein Kastanienbaum, 200 Jahre alt. Und um den Baum herum eine runde Bank. Und da haben unsere Eltern, beziehungsweise die erste Generation von damals, sich hier
sonntags getroffen. Ja. Jeder Neue, der kam, neuer Portugiesen, wurde hier vorgestellt. Ne? Ah, der ist der Schwager oder der ist der Onkel oder der Cousin. Und ah, wo kommst du her? Ach, ich kenne ich dir. Wo ich kenne Portugal. Ach, ich habe mit dir gearbeitet. Das war eigentlich ein Treffpunkt. Manche haben schon Moped, haben sich hingestellt und sich hingesetzt an die Mauer und haben dann geredet. Die meisten von der Zeit, die haben gesagt, man muss an diesen Baum schütteln und dann fallen diese Batakedes, diese Münzen runter und dann kann man in Deutschland reich werden. Der Baum zum Schütteln, um Geld runterzufallen, einzustecken. Und deshalb ist es so, dass mein Vater gemeint hat, hier müssen wir länger leben, hier müssen wir Geld verdienen und wenn der Sack voll ist, dann gehen wir nach Hause. ...1974 interessiert sich das Fernsehen für das Schicksal der beiden Gastarbeiterkinder Adolfo und Carlos, die bei der Kronleuchterfabrik Palme und Walter arbeiten. Antonio Adolfo Castro Costa, ich bin 17 Jahre alt, Portugiese und ohne Ausbildung. Carlos Manuel Castro, ich bin 18 Jahre alt, Portugiese, ohne Ausbildung. Die Familie Castro Costa, Vater, Mutter und die beiden Söhne Carlos und Adolfo, arbeiten in einer Kronleuchterfabrik des südhessischen Städtchens Groß-Umstadt. Der älteste Sohn Carlos Manuel hatte in Portugal 2 Jahre das Gymnasium besucht. Als er als 14-Jähriger nach Deutschland kam, musste er zunächst auf seine jüngeren Geschwister aufpassen. Ein Jahr später, mit 15, begann er als Hilfsarbeiter in der Fabrik. Manuel wäre gerne Autoschlosser geworden. Doch der Vater lehnte jede Ausbildung ab. Für ihn war nur das Geldverdienen entscheidend. Es wurde auch nicht gesagt, du kommst nach Deutschland, du lernst nicht mehr weiter. Das wurde gesagt, du kommst nach Deutschland, ja, und er geht in die Schule. Dann kommen die Palmenwald und da fiel mich in dem Moment klar ein Schock, wo ich gesagt habe, was ist jetzt mit mir, was passiert mit mir? Ne? Einzige Freizeitbeschäftigung der beiden Brüder ist das sonntägliche Fußballspiel. Die jugendlichen Portugiesen sind weit mehr als die jugendlichen anderer Nationen von den Entscheidungen ihrer Eltern abhängig. In der neuen, fremden Umwelt unterwerfen sich die Jugendlichen ganz den Weisungen des Elternhauses. In der Fabrik, wie viele Stunden haben Sie da gearbeitet? Angefangen mit 12 Stunden gearbeitet. Aber dann, das war genau ein halbes Jahr oder 3-4 Jahre gewesen. Und dann haben sie aufgehört. Und sie hat gesagt, wegen dem Jugendgesetz darf man nur 8 Stunden arbeiten. Ne? Aber dort war es sehr schlecht, in 8 Stunden zu arbeiten, weil man wenig Geld kriegt. Ne? Das war Was haben Sie da bekommen? 2,50 oder 3,50, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber sowas. Und wenn man 8 Stunden arbeiten müssen, dann haben wir bestimmt wenig Geld in den Lohn bekommen. Ne? Und dann sind sie bis 10 Stunden gekommen und dort haben wir 10 Stunden gearbeitet. Und jetzt, letzte Zeit, wie ich 18 Jahre bin, darf ich 12 Stunden arbeiten. Carlos' Bruder Adolfo besucht bis zu seinem 14. Geburtstag in Groß-Umstadt zuerst die Grund- und dann die Hauptschule. Wir haben teilweise nie Hausaufgaben gemacht. Das war für uns ganz normal. Und die Eltern haben sich da auch nicht großartig gekümmert. Weil der Gedanke einfach da war, die deutsche Schule braucht mein Kind eigentlich gar nicht. Ich habe die nach den Sommerferien mit 14 Jahren hier im Sekretariat habe ich unterschreiben müssen, beziehungsweise mein Vater hat unterschreiben müssen, dass ich mit 14 schon von der Schule gehe. Das Erste, was ich darauf geachtet habe, dass jeder von meinen Kindern einen Beruf erlernt, das war das A und O. Also der Gedanke als Vater war für mich viel, viel wichtiger, dass die Schule stimmt, dass sie einen Beruf erlernen, dass sie mit beiden Füßen auf der Boden stehen. Mein Vater hat darauf überhaupt nicht Rücksicht genommen. Nicht alle portugiesischen Arbeiter holten ihre Kinder nach.
Clara und ihr Mann hatten erst einmal andere Pläne. Ihre beiden Söhne ließen sie bei den Großeltern in Guimarães. O meu marido queria fazer a casa. Queria fazer uma casa e depois íamos embora. Dois, três anos. Aguentas aqui mais dois, três anos e depois vamos embora. Os meninos estão lá e vamos para a beira deles. Mas aqui na, em Grosso-Mestade, a mãe não, mas está aqui. Eu não estou, está a fotografia. Está aqui o papá. Está. Aqui nesta fotografia era o ponto de encontro dos portugueses. É ali, não é? À beira da Pataqueira. Da Pataqueira. E que idade é que eu teria aqui? Lembra-se, não? Um aninho e pouco. Ok. Não andava, nem um aninho. Já trabalhava na Rezopal? Já. Ok. Das war das schlimmste Erlebnis. Wir haben die Eltern nur einmal im Jahr gesehen, im Sommer. Hat man sich natürlich gefreut, weil die Eltern ja Geschenke mitbrachten aus Deutschland. Das hat das andere so ein bisschen verdrängt. Aber es war eine harte Zeit, weil du als Kind ja zum Teil ohne Eltern aufwächst. Und das ist ja nicht so wie heute, dass man sich jeden Tag anrufen könnte oder miteinander sprechen konnte, sondern es gab diese Möglichkeit ja gar nicht. Was für mich was Gutes, weil gar nichts fehlt. Anziehen, Spielzeug gibt's alle. Fahrrad von der Kleinen bis Große. Drei Reifen, ein Reifen, zwei Reifen. Alles gucken, die alle Kinder willst sowas. Ich kann mich an einen Moment wirklich erinnern, wo, ich weiß nicht, ob mein Vater oder meine Mutter zu den Großeltern kam und ich erst mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, geschockt war, weil es heißt nicht, dass ich die nicht wiedererkannt habe, aber es war eine gewisse Distanz da, komischerweise. Ich kann das nicht erklären, wie und warum. Und ja, die Distanz war da. Naja, so ist das. 5 Jahre lang sahen sich Clara und ihre Kinder nur für wenige Wochen im Sommer. Dann holten Clara und ihr Mann ihre Söhne zu sich nach Großumstadt. Joachim lebt bis heute hier, mit seiner Frau und seinen 2 Kindern. Alice war erst 3 Jahre alt, als sie mit ihren Brüdern nach Großumstadt kam. Umstadt war meine Heimat. Das war die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, wo meine ganzen Freunde waren. Und die ganzen Straßen, alles, was hier noch ist, erinnert mich einfach an meine Kindheit. Die Familie Costa wohnte damals auf einem Bauernhof, etwas außerhalb der Stadt. Sie gehören zu meiner Familie, sie gehören zu meiner Kindheit und Jugendzeit. Und es ist irgendwie, als ob ich meine Familie wiedersehe. Die Kinder der Bauernfamilie sind in einem ähnlichen Alter wie Alice. Ich bin meine 2 portugiesische Freundinnen. Ja, deine stimmt. Schwester. Und ich in der Mitte. Oh mein Gott. Oh ja. Und schau mal, wie wir uns angezogen haben. Ne? Also mit diesen weißen Hosen, das ist so richtige Sonntagskleidung. Ne? Das ist ja, das war ganz schick. Das ist im Moment auch wieder. Während ihre Eltern und Geschwister arbeiten gingen oder in der Schule waren, war die 4-jährige Alice oft sich selbst überlassen. Irgendwie ein Kind zu Hause alleine hat ja Angst. Und da bin ich einfach zu deiner Mutti. In den Kuhstall gekommen. Ja. Da war ein kleiner Hocker. Und auf einmal saß dann Alice mit 2 Katzen. Ich bin einfach so ohne Schuhe zu meiner Klebäcker-Oma gegangen. Und sie hat mich so aufgenommen, wie als wäre ich ihr Enkelkind. Und deswegen habe ich dann sie immer Oma genannt. Und das war so schön.
sie brauchte Kontakt. Mhm. Das war so eine offene, kleine, quirlige Person. Und die brauchte den Kontakt und war eigentlich immer ein positives Klima zwischen beiden Familien. Bei der Familie Kleeberger lernte Alice Deutsch. Portugal war nur noch das Land ihrer Schulferien. Der erste Portugiese und seine Freunde sind zum Geldverdienen gekommen. Sie bleiben lieber unter sich. 1969 gründen die Portugiesen in Groß-Umstadt einen eigenen Club. Rauchen, Karten spielen, portugiesisches Radio hören. Den portugiesischen Club gibt es bis heute. Adolfo und Carlos treffen sich hier mit ihrem alten Freund José Campos. Sie haben in Umstadt ihre Jugend miteinander verbracht und gemeinsam gegen ihre Eltern rebelliert. Die portugiesische Gesellschaft hier war katholisch, brav, arbeitsam und konservativ. Und fleißig, ja. Die wollten nicht, dass man sich so tief in die Gesellschaft integriert, weil der Traum platzt. Der erste Traum. Kurz was tun, zurückgehen und dort beginnt das Leben. Meine Mutter, die hat meine Freundinnen, hat die mit dem Besen aus dem Haus gejagt, damit ich ja bloß nicht mich an irgendwas binde, ne? Die hat uns im Ausgeredet, mit den Deutschen zu heiraten. Mhm. Nicht, weil die Deutschen böse waren oder sie was dagegen hat. Nur der Angst, dass wir hier bleiben und nicht mehr nach Portugal zu legen. Das war der Plan. Das war der Angst. Der Carlos bleibt hier, hat eine deutsche Frau, der kommt nie nach Portugal. Und der beste Beispiel bei José. Der war ein der erste, glaube ich, Portugieser, der eine deutsche geheiratet hat. Also meinen Eltern war ich ein Planverderber für meine Eltern. Ganz klar. Und für eure Eltern, genau. Also heute ist es ein ganz anderes Spiel, weil heute gibt es eine klare Integration. Man verbindet sich halt mit der Umgebung. 1974 gründen die drei Freunde eine Jugendgruppe. Sie nennen sich Erautusch, Verkünder der guten Laune, und organisieren das erste Johannesfest in der Stadt. Wir wollten Portugal nach Groß-Umstadt bringen und zeigen, wer diese Menschen sind. Was diese Menschen, die hier leben, was denen wichtig ist. Und da war Saint-Jean naheliegend, weil das Fest Nordportugals ist. Heute kennt das Johannesfest jeder in Groß-Umstadt. Im Juni 1974 noch keiner. Adolfo, Carlos und José schaffen mit den Erautusch Musik, Essen und Wein in den alten Steinbruch der Stadt. Wir waren 15, 16, 18 Jahre und hatten alle auch keine finanzielle Background. Somit hatten wir irgendwann, als es dann so losging und die Leute kamen nicht gleich, haben wir total Bammel gekriegt. Wie machen wir das? Wie finanzieren wir das? Wir haben ja die Sardinen gekauft. Im kleinen portugiesischen Laden, den es damals schon in Groß-Umstadt gibt, verschulden sich die Jugendlichen, kaufen auf Pump 50 Kilo Sardinen, portugiesische Spezialitäten, Wein. Und haben wir schon die Muffe gehabt und uns schon angeguckt und haben gesagt, oh Gott. Die große Pleite. Die große Pleite, ja. Als das Fest am 22. Juni 1974 stattfinden soll, sitzen die Großumstädter in ihren Wohnzimmern vor dem Fernseher. Es war eine Fußball-Weltmeisterschaft. Das hatten wir Großorganisatoren nicht so berücksichtigt. Sparwasser und Tor! Die Bundesrepublik Deutschland spielt bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land gegen den Erzfeind DDR und verliert 0:1. Wir haben auch mit Musik, laute Musik, die Leute ein bisschen eher in Großumstadt auch gehört. Was ist hier oben los? Die feiern die Portugiesen. Ja, und sind so langsam hochmarschiert. Und nach dem Fußballspiel ging richtig los. Portugiesische Wein getrunken, oh, der schmeckt lecker. Wir haben es gegessen, oh, das ist aber lecker. Und die Sardinen.
zwar ein Gestank, ne? Aber die haben die Sardine gegessen. Wahnsinn. Das wirklich in der Nacht, hast du gedacht, die Stadt wäre gefegt worden. Alle waren da oben. Also, ja. Wir kamen überhaupt nicht mehr nach. Die Leute treten sowas von durch und waren gar nicht mehr von diesem Ding wegzukriegen. Da war der erste Zusammenkommen mit Umstädter und Portugiesen, wo die Integration da, die Chemie hat da an dieser Abend gestimmt. Diese Großumstadt Johannesfest hat verstärkt diese Ich bin ein Umstädter. Anfang der 80er Jahre braucht die Bundesrepublik die Gastarbeiter nicht mehr. 1983 bekommen sie das Angebot, ihre Rentenbeiträge auf einen Schlag ausbezahlt zu bekommen. Der Wohlstand, von dem der Mopedfahrer und seine Freunde unter dem Münzbaum träumten, er ist zum Greifen nahe. Bleiben oder gehen? Eine Entscheidung, die Familien auseinanderreißen wird. Adolfo ist nie aus Großumstadt weggegangen. Auch seine drei Kinder und sieben Enkelkinder leben hier. Jeden Sonntag treffen sie sich zum gemeinsamen Essen. Die Eltern der Geschwister Costa hatten nie aufgehört, sich nach Portugal zu sehnen. Die vorzeitige Auszahlung der Rentenbeiträge machte den Weg nach Hause frei. Das kommt in gelbe Tonne. Das waren damals 30.000 D-Mark für den Vater und für die Mutter 28.000. Das war viel Geld. Also für die Zeit. Mein Vater hat gesagt, das kriege ich nur einmal. Und dann hat er sich entschieden, sagt, was mache ich mit den Kindern? Was passiert jetzt mit den Kindern? Die Kinder, aus denen damals schon junge Erwachsene geworden waren. Der Hintergedanke war, sein Leben, ihr Geld zu verdienen, zwischen Häusern zu bauen und dann mit den Kindern, die sie hergebracht haben, wieder zurückzugehen. Aber die haben vergessen, dass der Carlos Manuel Antonio plötzlich nicht 12, die waren 18. Dann sagen wir, Papa, ich gehe nicht mehr nach Portugal. Hier will ich, hier habe ich jetzt mein Leben. War doch klar, dass wir sehr schwierig hätten, mit dem Vater zurückzugehen. Und wir, die Ältesten, ich habe mit 20 geheiratet, ja. Wenn meine Eltern nicht so schnell nach Portugal gegangen wären, wer weiß ich, ob meine Frau oder ich so früh geheiratet hätten. Carlos und Adolfo bleiben in Deutschland. Aber Alice ist erst 15, als ihre Eltern entscheiden, nach Santo Tirso zurückzugehen. Abschied von der Bauernfamilie Kleberger. Abschied von Bernd, der Jugendliebe. Abschied von der deutschen Sprache. Ich musste mit meinen Eltern zurück im Auto nach Portugal fahren. Und da habe ich praktisch diese 2000 und was weiß ich Kilometer geweint, die ganze Zeit. Und die ganze Fahrt war für mich sozusagen eine Fahrt so ins Ungewisse. In Deutschland noch auf der Hauptschule geht Alice in Portugal aufs Gymnasium, studiert Deutsch und Englisch. Im Nachhinein denke ich, sie haben das Beste für mich gewollt. Und ich habe auch das Beste hier gemacht. Also ich habe studiert, ich habe mir einen Beruf gewählt, der mir Spaß macht, wo ich auch, glaube ich, gut bin. Bin ihnen sehr dankbar, das, was sie für mich gemacht haben. Denn ich war die einzige, das einzige Kind, das studiert hat. In Santo Tirso, der Stadt, die ihre Eltern einst als Arbeiter verließen, arbeitet Alice als Deutschlehrerin. Wie die Eltern der Geschwister Costa gehen die meisten Gastarbeiter der ersten Generation zurück nach Portugal. Aber Clara ist noch immer in Großumstadt, näht die portugiesischen Trachten für das Johannesfest.
já marcou aí. E agora posso-se abrir um bocadinho o cinto, se for preciso, para ver. Eu pensei só que vinha aqui meia dúzia de anos e que ia para casa. Eu não queria estar aqui. Queria Portugal. E eu dizia ao meu marido, vamos fazer a casa e vamos para casa. E ele dizia, pronto, depois compramos um carro e vamos embora. Atrás do carro veio o caminhão veio, pronto, e estamos aqui. É a vida. Vor mehr als 40 Jahren kauften Clara und ihr Mann ein Haus in Portugal für die Rente. Foi o primeiro dinheiro que nós ganhamos foi para esta casa aqui. A casa está sempre quase sempre vazia. Claras Mann starb in Deutschland kurz nach dem Renteneintritt. Beerdigt liegt er in Portugal unweit des unbewohnten Hauses. Um dia irei para lá também, eu não sei, eu penso, não sei. Eu não penso nisso, nunca penso, mas devia pensar, mas não penso. Devia pensar. Mas eu penso que nunca chega a esse dia. Anfang der 60er Jahre kam der erste Portugiese als Arbeiter nach Großumstadt. Heute sind die Portugiesen Umstädter geworden. Man liebt schöne Geschichten. Also der António Carneiro war nicht der erste Portugiese hier, sondern der kam mit dem Motorrad tatsächlich. So, und diese Geschichte, da kam ein Motorrad und hat sich verfahren und in Großumstadt hat er eine Panne und deswegen ist eine Story, da kann man einen Film drehen, aber das ist wahr, aber er war nicht der Erste. Also mein Onkel sagt immer, komisch, dass er der Erste war, ich habe ihn ja abgeholt. Aus dem Moped ist ein Motorrad geworden. Oder ein Mercedes. Über den ersten Portugiesen erzählt man sich in Großumstadt viele Geschichten. Sie alle handeln vom Ankommen, vom Fortgehen, vom Bleiben.